Jahr mit 18.000 und so viel angetreten, ne? So viel und so viel im Revier, so viel und so viel Außenkommando, ne? Und dann nachher, ne, war Mützen auf, ne, war, rührt euch, ein Lied! Steht ein Dörflein mitten im Wald. Noch ein Lied, wenn es geregnet hat, zwei, drei Lieder. Da ließen sie sich erst mal tüchtig nass werden, verstehst du? Und in Ledermäntel, ne? Kragen hoch und wir nichts. Patsch nass geworden, drei Lieder gesungen, ne? Drei Strophen, ein ganzes Lied. Und wo wir nass geworden sind, betreten! Wenn alles grünt und blüht auf dieser Erde und alles sich der goldenen Freiheit freut, ja, ja, da sitz ich hier und träume wie verloren und denk an die vergangene schöne Zeit. Es war ein Mädchen, noch jung an Jahren, ohne Sorgen, ohne Herzeleid. Ja, ja, sie kannte nicht das Leben der Gefangenen. Sie kannte den Kummer ihres Liebsten nicht. Ja, ja, sie kann. Der Niederländer Nico Rost schreibt in seinem Tagebuch. Dachau, 10. Juni 1944. Die alte Erde steht noch und der Himmel wölbt sich noch über mir. Ein Ausspruch Goethes, der mir soeben einfiel. Ich habe ihn früher einmal gelesen, wenn ich mich nicht irre, in seinen Gesprächen mit Eckermann, doch ohne mir eigentlich viel dabei zu denken. Erst jetzt und hier in Dachau, im Revier mit der Wunde am Bein, fange ich an, die tiefe Bedeutung dieses Wortes zu begreifen. Solange es noch ist, wie Goethe sagt, ist nichts verloren. Solange habe ich noch einen Halt, stehe ich noch mit beiden Füßen fest auf der Erde und kann mit Vertrauen der Zukunft entgegensehen. Solange ist kein Grund zum Verzweifeln. Goethe hat wieder einmal recht und ich bin ihm dankbar dafür. Die alte Erde steht noch und der Himmel wölbt sich noch über mir. Ich wurde am 17. August 1933 mit 10 weiteren Genossen nach Dachau gebracht. Am Bahnhof wurden wir empfangen von einer Meute wild schlagender SS-Leute durch den Bahnhof durch. Unten war ein Lastauto, hineingebrüllt auf den ganzen Weg nach Dachau, ununterbrochen mit Gewehrkolben und Fäusten. Gebrügelt, so kamen wir da hier schließlich ins Lager. Halbtot bereits hat man uns in einen großen Raum geführt und da ging die Prügelei weiter und plötzlich aber hört es auf, ganz schlagartig. Benommen schaue ich auf die Tür, steht in der Tür ein großgewachsener, schöner Mann in SS-Uniform. Die sind alle von uns weg und der hat freundlich lächelnd uns angeschaut, ist hergekommen. Aber es war doch etwas sehr Bedrohliches in der Luft, nur hat halt kein Mensch gewusst, was. Dann hat er mit den einen von uns, mit denen hat er leise gesprochen, so leise, dass kein Mensch was von uns verstanden hat, aber plötzlich lag der am Boden. Dann kam er wieder hoch, dann lag er wieder am Boden und der Nächste war ich. Er hat mich an der Jacke gepackt, hat einen Knopf in die Hand genommen, hat den Knopf gedreht und hat Folgendes zu mir gesagt. Na, du bist doch so ein junger, fescher Bursch. Wärst doch ein prächtiger SS-Mann geworden.
Neue Schuhe ist da dran. Die hast du beim Juden gekauft. Sag, wie er heißt, den holen wir uns. Ich hab nichts gesagt. Und plötzlich zieht er die Hand zurück und schlägt mir mit voller Wucht in die Magengrube. Ich war sofort am Boden, wäre beinahe erstickt. Aber bevor ich noch das Bewusstsein verloren habe, bin ich durch einen anderen Schmerz wieder in die Höhe gedreht. Hat er mir die Stiefelspitzen so lange auf die Schienbeine geschlagen, bis ich wieder hoch war. Nächster Schlag. Und immerzu hat er so freundlich, lächelnd auf mich eingeredet. Wie oft er mich niedergeschlagen hat, weiß ich nicht. Nicht mehr. Das ging den ganzen Nachmittag. Zum Schluss kam er dann wieder zu mir und hat gesagt, na, du möchtest es doch sicher gern, dass ich dich da schieße. Hat seine Pistole raus und hat mir den Lauf in ein Nasenloch gebohrt und drin rumgedreht. Und hat gesagt, soll ich abdrücken? Das täte so passen, hat er gesagt. Immer freundlich lächelnd. Um die Kugel ist ja viel zu schade. Wir holen euch heute in der Nacht und da wird alle Zähne, wie ihr seid, an einem Strick aufgehängt und nur eine Portion andere dazu. Dann allerdings wurde er abberufen. Und es hat schon gedämmert, es war schon am Abend. Da sind plötzlich alle verschwunden und dann sind die Häftlinge, die im Lager bereits waren, sind gekommen und haben uns abtransportiert in die Baracken hinein und gewaschen und die ärgsten Wunden verbunden und haben sie uns auf die Straße gelegt. Und wir haben gewartet, dass er wieder kommt, aber er ist nicht gekommen. Es ist dann bekannt geworden, dass ein neuer Transport gekommen ist und da war er dann wieder beschäftigt für die restliche Nacht. Ich bin vom Beruf Spengler und habe in Dachau als solcher gearbeitet und habe dazugelernt noch Kunstschmied. Und habe als solcher irrsinnig viele Tonnen Eisen auf Kunstschmiedearbeiten verwurstet. So viele, dass ich heute Kunstschmiedearbeiten nicht einmal mehr sehen kann. Beim Durchgang in das eigentliche Häftlingslager war ein riesiges Plakat angebracht, mit darauf abgebildet ein SS-Mann, der so vorübergebeugt war, in der Hand ein Messer hielt, von dem das Blut herabtropfte, und unten drunter in einer großen Schrift: Über Gräber vorwärts. Dieses Plakat war ungefähr noch eineinhalb oder zwei Monate dort gehangen,
Dann hat man es weggebracht, weil dann kamen schon die ersten Besuche. Da hat man schon die ersten Besuche und so deutlich wollte man ja dann doch nicht sagen, was im Konzentrationslager passiert. Später dann wurde dann das neue, jetzt noch stehende Schulhaus gebaut. Für die Fenster waren kunstgeschmiedete Fenstergitter notwendig, die habe ich alle gemacht. Und das Tor mit der Aufschrift, nicht mehr über Gräber vorwärts, sondern Arbeit macht frei. Das habe ich also aus Vierkanteisen zusammengeschweißt und das kann man also auch heute noch besichtigen. Das ist so das Werk meiner Hände. Blümlein stehen am Waldessaum, blau und weiß und rot. Wiegen leis die Köpfelein um den frühen Tod. Wiegen leis die Köpfelein. Die SS ein bisschen schlau gewesen wäre, wäre sie ja dahinter gekommen. Denn diese Blümlein stehen am Waldessaum, das sind ja die Häftlinge. Und blau und weiß und rot, das waren diese verschiedenen Zeichen. Politischer Häftling, rot. Bibelforscher, violett. Juden, gelb. Arbeitszwang, blau. Also diese asozialen. Berufsverbrecher, schwarz. Damals, als das Lied entstand und als ich noch im Lager war, da hatten wir noch Uniformen von der früheren grünen Polizei. Und da wurden am Rücken rote Streifen angebracht. Und etwa im Sommer 37, da kamen dann diese Winkel auf. Frühling hat sie aufgeweckt, Sommer zieht ins Land. Herbst weht durch die Hecken pfeift, weht sie in den Sand. Herbst weht durch die Hecken pfeift, weht sie in den Sand. Wir sind am Appellplatz, die Politischen, die Asozialen, die Juden und die Bibelforscher. Und wir wissen es. Nicht kommen wir wieder raus aus dem Lager, kommen wir nicht raus. Wiegen leiste Köpfelein in den frühen Tod. Frühling hat uns aufgeweckt, der Sommer zieht ins Land, Herbstwind durch die Hecken pfeift, fegt sie in den Sand. Das sind die schwachen Kameraden gewesen, die es halt nicht durchgehalten haben. Über Nacht der Winter kam, deckt mit Schnee die Not. Und die kleinen Blümelein, blau und weiß und rot. Und die kleinen Blümelein, blau und weiß und rot. Einer von diesen Blockführern wurde von uns der Knöppe zugenannt. Er hieß eigentlich Zimmermann, aber unter dem Namen hat ihn kein Mensch gekannt.
Wenn der ins Lager reingekommen ist, ging es wie ein Lauffeuer durch die Häftlinge. Achtung, Knöpfe zu. Und dann hat jeder geschaut, dass es, ob er dann offenen Kopf hat, und hat ihn schnell zugemacht. Denn fand er einen mit einem offenen Kopf, auf den, über den ist er hergefallen, wie ein Wahnsinniger, und hat ihn zu schlagen begonnen. Er war riesig lang, dünn und hatte wenig Kraft. Es war grotesk, ihn zuzuschauen, wenn er seine Attacken da gegen die Häftlinge geritten hat, dann hat es nicht besonders wehgetan. Und er hat ausgeschaut wie der Don Quixote, das heißt eigentlich eher wie die Windmühlenflügel beim Don Quixote. Einmal wurde ich zur Vernehmung geführt und da hat er mich in die Kommandantur gebracht. Wie ich die Vernehmung vorüber war, hat er mich wieder abgeholt. Und plötzlich fängt er mit mir zum Reden an und sagt, no, war es sehr schlimm. Ich hab mir gedacht, um Gottes Willen, was fragt der mich da? Und hab gesagt, na ja, es ist gegangen. Und er sagt, na, die von der Gestapo, das sind doch besonders brutale Ängste. Ich habe schon so viel hier abgeholt. Die haben ja gar keinen Menschen mehr ähnlich gesehen. Hat er fortgesetzt, na ja, du wirst da jetzt denken, was reden der von der Gestapo? Die SS-Leute sind doch genauso. Die sind doch um nichts anderes, nichts Besseres. Und ich habe mich umgedreht und habe ihm ins Gesicht geschaut, was Häftlinge in der Regel nicht getan haben. Und da habe ich gesehen, dass der Mann also eigentlich im tiefsten Grunde ein zerstörter Mensch war. Und habe kapiert, dass diese ganzen Schlägereien für ihn nichts anderes waren wie eine Art Rausch, in denen er das Bewusstsein verloren hat. Da hat er sich sozusagen als Mensch quasi selber zeitweise vernichtet. Das sind zwei, die herausgeschmuggelt werden konnten. Das Veselania-Affäre, also die zu erzählen, endlos ist nicht, ich weiß halt selber gar nicht mehr, wie es genau genommen funktioniert. Es hat funktioniert. Nicht? Und im Lager habe ich selbstverständlich gesagt, wenn ich mich außerhalb des Lagers so und so oft von künstlerischen Freunden porträtieren lassen, zu Hetz, zu meinem Spaß. Nicht, nicht aus irgendeiner großen Ideologie heraus, nur so wird das auch im Lager der Fall sein. Waren ja auch genug Lager, im Lager, also genug Maler, eingesperrt, und zwar nicht nur professionell, sondern auch Amateure. Und das sind beide Bilder von Amateuren. Der eine ist ein Häftling, der schon bis zum Jahr 33, das Ölbild ist das eine, nicht? Man sieht es ja deutlich, der war bis zum Jahr 33 schon eingesperrt vor dem Hitler, den hat der Hitler sozusagen übernommen. Und der hat im Lager sich entwickelt, noch immer besserer Laien- und Amateurmaler. Und der andere, also die Zeichnung, wenn Sie sehen, war die hat gemacht ein Lithograf aus Nürnberg, der ist glücklicherweise noch heute lebt, der andere ist gestorben vor einigen Jahren. Und der war ein Lithograf, ein Gelernter, ist allerdings frühzeitig eingesperrt, war ein paar Jahre in der Arbeit, ist, glaube ich, mit 20 oder 21 Jahren als Nürnberger nach Dachau gekommen und hat sich dort entwickelt als tadelloser Zeichner. Nicht wahr? Und Sie sehen ja, das ist eine Zeichnung, ne, die für Amateur, nicht wahr, also eine Glanzleistung ist. Und beide wurden halt herausgebracht. Es haben mich noch andere auch gemalt, nicht wahr, aber die sind halt nicht herausgebracht worden, nicht wahr? Die sind dann irgendwie vernichtet worden. War es legal, diese Bilder zu machen? Nein, eigentlich nicht. Es hat nirgends Erlaubnis gegeben. Man muss was riskieren. Jeder Häftling, der häufig ein politischer Häftling war, und das die Politik nicht.